Ja, Hallöchen, meine Lieben, und Glück am Werk. Ich habe vorhin schon aufgenommen, hatte schon eine Sekunde. Willkommen zurück zu Let's Play Undertale. Ja, mal kurz Vorbild machen. So, ja, willkommen zurück zu Undertale. Ja, meine lieben Leute, komm auf mein Gold. 1000. Ja, kaufen Studium zahlen. Studium, Kaufertenbildung. Ja. Boah. Das ist viel Kohle. Kann Tim wirklich annehmen? Okay, Tim geht zur Universität und macht dich stolz. Ja. Tim zurück von cooler Uni. Tim viel gelernt. Gelernt, ein neues Item zu verkaufen. Ja. Timmy-Rüstung. 7000! 20 Deathmark-Kämpfe zu leicht. Du hast keine Kohle. Das ist, glaube ich, nicht übersetzt. 7000. Ernsthaft. Das gewann ich jetzt nicht. Denn das ist, glaube ich, die beste Rüstung im Spiel. Und die gewann ich jetzt nicht zusammen. Da würde ich bestimmt eine Stunde dafür brauchen, dann noch mehr. Ich gehe jetzt erstmal weiter, Leute. Von daher, ja, die holen wir uns irgendwann vielleicht mal gegen Ende, kurz vor Ende des Spiels. Wenn dann die stärksten Gegner kommen, die dann auch am meisten Geld geben, dann geht das vielleicht ein bisschen schneller. Dann haben wir auch die bessere Rüstung und, ja. Oh ja, Modebug, ich hasse dich. Das Video hat mich fast gekillt, eben. Ich muss mal loslassen machen und dann können wir ihn sperren. Das Problem ist nur, ja, das ist das Problem. Wenn da noch ein anderes mit dabei ist, was meistens der Fall ist, komm, geh weg, danke, dann ist der übelst gefährlich. Und diese Attacke, da kann ich auch kaum ausweichen. Irgendwie, wow, Alter, wow, wow, das war knapp. Washoa soll man kommen, das aber auch bitte. Ja, komm schon, ja. Okay. So, Gnade, weg mit euch, Alter, bevor die mir irgendwie Ärger machen. Ich bin nämlich nicht unbedingt irgendwie, habe ich an Skill verloren die letzte Zeit irgendwie in dem KS. Keine Ahnung, wieso. Ach stimmt, da, ich wollte ja Zeug kaufen gehen, ne? Hab ich voll vergessen. Weil ich habe keine Heil-Items mehr. Bei der lieben Schildkröte mal ein paar Items kaufen. Wäre vielleicht gar keine so schlechte Idee. Ich werde heute eben ein bisschen länger aufnehmen, wenn es geht. Also nicht die Folgen bleiben bei 30 Minuten, aber ich werde, denke ich, ein bisschen. Was? Ich trage zu viel bei mir, was? Ach so! Stimmt, ich habe ja. Ich habe ja Kram abgelegt, ne? Hallo. Guck mal, wie viel ich kaufen kann noch. So. Oh, das reicht schon. Ja, jetzt. So. Ja, dann noch die Nice Cream rein. Also erstmal noch ein bisschen sortieren, dass das gute Zeug oben bleibt. So. Spinnenmoss, Astrofutter. So, genau. Spinnenmoss teilt 24. Krabbenapfel. Nein, nicht Müll. Nein! Ah, deine Mutter. Verdammt. Info halt 18, okay, gut, dann sollte ich das noch mal ein bisschen anders umsortieren. Und zwar, ja, ich will die Kiste verwenden, Krabbenapfel, Nice Cream halt weniger, ne, dann Spinnenmoss, Krabbenapfel, Astrofutter kommt ganz unten hin, und noch mal, nee, Moment, Nice Cream, Spinnenmoss, Krabbenapfel, Astrofutter, so, gut. Jetzt haben wir einen Kamm, jetzt haben wir 25 Gold weggeschmissen, ich bin noch bekloppt, Alter. Wie dumm. Naja, passiert. Wir kriegen also sowieso noch ein bisschen Geld jetzt mit der Zeit wieder. Ich hoffe, ich übernehme einen Konto. Kosche spielt ja auch gerade privat Undertale und er meint, oh, für das Gameplay würde ich Maker-Spiel abstrafen. Finde ich nicht, weil ich sollte vielleicht heilen vorher. Und auch nicht. Ach, Tammy, die ist einfach beugen, weil sie keine Muskeln mag. Wenn ich Dingens hätte, verdammt. Aua, scheiße. Wenn ich Dingens, jetzt muss ich eher heilen gehen. Wenn ich Dingens hätte,
Tempflocken gekauft hätte, dann könnte ich die so sperren, aber ja, ich gehe nochmal schnell zurück und heil mich. Was soll's? Dann könnte ich theoretisch mir noch Zeug kaufen, ne? Ja, machen wir es einfach, was soll's. Hin und her, hin und her, hin und her. Ich weiß, das ist nicht gerade klug und dann hat mir keinen Fortschritt, aber scheiß drauf. Wir haben alle Zeit der Welt. Dann nenne ich die Folge halt wieder irgendwie komisch. Was soll's. So, hier drüben bei der Heiler, der Heilpunkt. Und kommen hier keine Monster. So, danke. Gut. Und dann kaufen wir nochmal schnell Zeug. So, wie das Inventar voll wird. Was? Ich trage schon wieder zu viel. Was? Ach so, stimmt ja wegen. Wie viel Geld habe ich denn? 25, ne? 81 durch 25, 50. Drei können wir kaufen, okay. 1, 2, 3. So. Dann mal eben den Astrofutter noch weg. So. 1, 2, 3. So. Und tschüss. Und das Astrofutter. Also die Nice Cream erstmal, würde ich sagen, ne? Erstmal die Nice Cream vorher verbrauchen. Das ist gerade schlecht. Wie mache ich das jetzt? Na, scheiß drauf. Na, dann sortieren wir das halt ein bisschen komisch. Was soll's? Ist eh egal im Grunde eigentlich. So, muss ich dann halt in den Kampf ein bisschen aufpassen, dass ich den Ice Cream zuerst verbrauche. Von daher. So, Leute, weiter geht's. Endlich mal hier. Endlich nicht wieder offenweise Viecher kommen, die mich halt töten. Weil ich einfach noch zu schlecht bin in dem Spiel. Dem KS. Naja. 7000, Alter. 7000 ist doch nicht mehr ganz dicht. Ach stimmt, ja, jetzt kommt ja das, ne? Ohne Katzen oder Magie mussten die Monster Kristalle verwenden, um mehr zu Hause zu finden. Ja, nehme ich die Kristalle hier. Und das wird jetzt ein bisschen nervig. Weil wir müssen nicht immer zu den Kristallen latschen, um. Also Laternen latschen, um das alles heller zu machen. Und Gegner und dann ja Oshua säubern so aua, deine Mutter so und schon wieder ohne die Schaden bekommen. Yay, ich liebe es. Ich bin einfach nur so ein Vollidiot in der Marco, wo das nicht mal dann Marco ist. Das wird ja noch schlimmer später. Die Ding, dann wird euch der erst ein richtiger der Marco im Endkampf. Die so. Gut. Zumindest in den Endkampf, den ich kenne, sagen wir es mal so. Einen anderen Endkampf kenne ich ja noch nicht. Weil so weit bin ich ja noch nicht gekommen im Spiel. Ich habe ja bisher nur das Neutral Ending gehabt. Den wahren Endkampf kenne ich ja noch gar nicht. Den True Passive Endkampf. Daher, ich kenne halt, ich weiß noch nicht, wer es wird, aber. Jetzt. Ja, okay. Es kann mich nicht mal daran erinnern, was jetzt kommt. Ehrlich gesagt. Oh, hier ist eine Echo-Blume. Hinter dir. Oh. Hallo. Hallo, Andein. Wie spreche ich dich? Ich habe keine Ahnung. Hätte ich jetzt Markus die RDS übernehmen können, aber egal. Sieben. Sieben menschliche Seelen. Mit der Macht sieben menschlicher Seelen wird unser König, König Asgore Dreamer, zu einem Gott werden. Mit dieser Macht wird Asgore endlich die Barriere zerstören. Er wird endlich die Oberfläche von den Menschen zurückerobern. Wir werden ihnen die Schmerzen zurückgeben, die wir so lange verkraften mussten. Verstanden, Mensch? Das ist deine einzige Chance der Wiedergutmachung. Gib mir deine Seele, oder ich entreiße sie deinem Körper. Andein, ich helfe dir beim Kampf. Du nerviges Miststück. Ich hasse dich
Ja, du hast es geschafft. Anden steht genau vor dir. Du hast den besten Platz für ihren Kampf bekommen. Warte. Gegen wen kämpft sie? Hey, du erzählst doch meinen Eltern nicht davon, oder? Ja. Naja, du erzählst doch meinen Eltern nicht davon, oder? Ja. Okay. Ich habe das bloß ge. Ah, jetzt können wir nach oben. Okay, gut. Wäre das erledigt? Du vernimmst ein Gespräch. Wenn ich dir meinen Wunsch sage, versprichst du, dass du nicht lachst? Natürlich werde ich nicht lachen. Eines Tages möchte ich den Berg erklimmen, unter dem wir begraben liegen. Den Himmel sehen und die Welt ansehen. Das ist mein Wunsch, wenn man das sagt. Du wirst dann lachen. Hey, du hast gesagt, du würdest nicht lachen. Du vernimmst ein Gespräch. Entschuldige, es ist nur witzig. Denn das ist auch mein Wunsch. Doch, es gibt eine Prophezeiung. Der Engel, das Wesen, das die Oberfläche sah, wird zurückkehren. Alter, scheiß LKW. Und der Untergrund wird leer werden. Okay. So. Was kommt denn jetzt? Jo! Ach du. Jo, ich weiß, ich sollte nicht hier sein, aber ich möchte dich etwas fragen. Mann, man, ich habe das noch nie jemanden gefragt. Okay, das klingt jetzt irgendwie, naja. Jo, du bist doch ein Mensch, richtig? Man, ich wusste es. Man schreibt man übrigens in dem Zusammenhang mit 2 N übrigens. Naja, ich weiß es jetzt, meine ich. Anden sagte mir, entferne dich von den Menschen. Also, weißt du, das macht uns wohl zu Feinden oder so. Aber das gefällt mir nicht. Jo, kannst du etwas Gemeines sagen, damit ich dich hassen kann? Bitte? Nein. Jo, was? Dann muss ich das machen? Wird schon schief gehen. Jo, ich hasse deine Eingeweide. Ja, yeah, man. Ich bin so ein Arsch. Ich gehe jetzt nach Hause. Auch wenn ich dich nicht mag. Was? Jo, warte. Ach so, die Zähne. Hilfe, ich hänge fest. Oh, an dein. Da, Freundchen. Na. Oh, da. Und weg, 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 weg. Jo, man. Wenn du meinen Freund verletzen willst, musst du erst mich besiegen. Ich vor ihm Rücken, wie cool der Rücken da steht, Alter, ne? Wo ich eigentlich nach links gucken müsste. Okay. Sie ist weg. Jo, du hast mir echt die Haut gerettet. Das mit den Feinden stimmt wohl doch nicht. Wir sind stattdessen lieber Freunde. Mann, man, ich sollte wirklich nach Hause gehen. Meine Eltern machen sich bestimmt schon Sorgen. Sorgen reit mal groß. Bis später, man. Diese Übersetzung. Ah! Alter, ich drehe noch durch bei. Oh! 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 Oh, verdammt! Oh! Kann man noch mal vorher heilen? Ich hoffe doch. Sieben menschliche Seelen und König Erzkörper zum Gott werden, hast du schon mal gesagt. Sechs. So viele haben die bereits gesammelt. Verstanden? Durch deine siebte und letzte Seele wird sich diese Welt wandeln. Aber als erstes ein Geschenk, weil du es so weit geschafft hast. Ich verrate dir die tragische Geschichte meines Volkes. Es hat alles vor langer Zeit angefangen. Nein, weißt du was? Vergiss es. Warum sollte ich die Geschichte erzählen, wenn du sowieso bald sterben wirst? Na! Du stehst zwischen den Hoffnungen und Träume aller fick dich und deine Mutter, Wiltek.
Halt deine Fresse. Warum träumen alle Leute? So. Durch Elfes Geschichtsbücher dachte ich, Menschen wären cool. Mit ihren riesigen Robotern und blumigen Schwertkämpferinnen. Oh Gott, aber du? Du bist nur ein Feigling. Versteckst dich hinter einem Kind nur, um vor mir zu fliehen. Und da bist du auch nur ein erbärmlicher Gutmensch. Oh, ich mache so einen Unterschied, den ich Fremde umarme. Weißt du, was den Leuten herbringen würde? Wenn du tot wärst. Das ist richtig, Mensch. Deine Existenz selbst ist ein Verbrechen. Dein Leben ist alles, was zwischen uns und uns und der Freiheit steht. In diesem Moment fühle ich den Herzschlag aller Wesen. Jeder hat sein ganzes Leben auf diesen Moment gewartet. Aber wir sind nicht ein Stück nervös. Wenn wir alle zusammenarbeiten, können wir gar nicht verlieren. Also, Mensch, beenden wir das hier und jetzt. Ich zeige dir, wie entschlossene Monster sein können. Schreit voran, wenn du bereit bist. Oh, ich kann speichern vorher, danke. Der Wind heult. Du bist erfüllt von Entschlossenheit. Gut, dass ich mich nochmal heilen konnte. Okay, Leute. Dann muss ich sagen, wenn man das andere nicht überziehen muss. Es ist also soweit. Es wird nicht mehr zurückgerannt. Los geht's! En garde! So, Andern greift an. Folgendes. Oh, wir können doch gar nicht. Verschonen momentan nicht. Beziehungsweise Tat. Flehen, herausfordern. Analyse erstmal. Ein deiner 7 Antikar, 0 Death, die Heldin, die niemals aufgibt. Solange du grün bist, kannst du nicht fliehen. Außer du schaffst es, der Gefahr ins Gesicht zu sehen. Du wirst keine Sekunde gegen mich bestehen. Ach, jetzt kommt das hier. Böp, böp, böp. So. Herausforderung oder was? Du erzählst an nein, ihre Angriffe wären zu einfach. Die Geschosse werden schneller. Nicht schlecht. Wie gefällt dir das? Okay, man muss nämlich immer in die Richtung drücken, aus der die Geschosse kommen. Hüpft ungeduldig hin und her, kann ich jetzt? Nee. Nochmal herausfordern, du erzählst an dein, ihre Angriffe werden einfach, die Geschosse werden schneller. Seit Jahren träumen wir von einem glücklichen Ende. Okay. Nochmal herausfordern, du erzählst an dein, die Geschosse werden schnell und jetzt kann man das ordentlich bald sehen. Oh! Okay, das könnte schwer werden. Nochmal herausfordern. Ihr werdet es uns nicht irgendwas. Verdammt. Nein. Oh, oh Gott, oh Gott. Okay. War schon. Ja, genug von Aufwärmen. Oh, Scheiße, 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 Scheiße. Oh, jetzt kann ich, jetzt kann ich, jetzt kann ich. Fliehen. Geflohen. Weg, 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 weg. Ich kann nicht ins Menü. Verdammt. Ich muss mich jetzt mal heilen. Okay. Diesmal entkommst du mir nicht. Man muss nämlich in den Kampf fliehen. Erstmal ein Eis kühlen. Danke. So. Liebe dich. Ich liebe dich. Du bist komplett geheilt. Ich tue dir nur einen Gefallen. Ja. Deine Mutter tut dir einen Gefallen. Andein. Boah. Das war knapp. Andein hebt einen riesigen Felsen, nur weil sie es kann. Ja. Herausfordern. Jetzt Andein ihre Angriffe. Vielleicht muss ich einfach nur warten. Kein Mensch hat es niemals mit Esker aufgenommen. Oh, das ist fies, das ist fies, das ist fies, das ist fies. Verschonen. Dich jetzt zu töten ist ein Akt der Gnade. Ah, deine Mutter, Andein, deine Mutter hat dich nicht lieb oder so, keine Ahnung. Also hör auf, so verdammt robust zu sein. Hör, schreibt mal klein in dem Zusammenhang. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alter, deine Mama, deine Mami. Fliehen. Alter, bloß weg hier. Bloß weg hier. Irgendwas. Du bist das letzte Mal geflohen. Nice Cream, danke. Boah, gut, dass ich auch heilige Stände habe. Elfe sagt, die Menschen wären entschlossen. Ah ja, das ist fies. Das ist fies. Diese gelben Pfeile, die kommen dann, die drehen dann um und aus der Richtung, in der sie zeigen, kommen sie dann, dreht ihren Schwert ungeduldig. Ja. Jetzt verstehe ich, was sie damit meinte. Okay. Boah, Alter. Verschonen. Aber ich bin ebenfalls entschlossen. Ja, deine Mutter ist entschlossen oder so. Ja. Okay. Das ist etwas entschlossen, das Ganze jetzt zu beenden.
Krabbenapfel. Du isst den Krabbenapfel, du bist komplett geheilt. Genau jetzt! Okay. Aua! Ganz dumm endlich! Genau jetzt! Ja, komm schon! Mach endlich! Damit ich fliegen kann, verdammt! Aua! Oh Gott, oh Gott. Da muss ich jetzt herausfordern. Ich habe keine Ahnung. Muss ich jetzt herausfordern? Ich habe keine Ahnung. Okay. Herausfordern. Jetzt ist an deinen. Kann schon wieder schneller. Na, stirb endlich, du kleines Girl. Oh, ja, und da bin ich gestorben. Okay, das war wohl nix. Verdammt, unser Schicksal liegt in deinen Händen. Frisk, bleib entschlossen. Ja, komm. Alter. Oh, okay. Es ist also soweit. Es wird nicht mehr zurückgerannt. Los geht's. Ja, schön. Oh, ja, Gnade verschonen, solange die Grünen, deine Mutter ist grün. Ja, deine Mutter ist grün. Er ist keine Sekunde gegen mich bestehen, naja. Wenn ich doch. Keine Ahnung, ob ich sie herausfordern muss. Flehen wird wahrscheinlich nichts bringen. So, es ist an dein, dass du nicht kämpfen möchtest. Nichts passiert. Ah, okay. Nicht schlecht. Wie gefällt dir das? Ich kann diesen Soul Mode nicht. Der ist mir irgendwie zu schwer. Seit Jahren träume, deine Mutter träumt oder so. So. Und jetzt kann man das Sonnenlicht und so. Okay. Ich werde das sonst nicht weiterhin nehmen. Na, genug vom Aufwärmen. Ich kann das nicht. Nein! Wow. Okay. Fliehen in einem nächsten Kampf. Weg, 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 weg. So. Okay. Diesmal kommst du mir nicht. Sagst du, Nice Queen. Okay. Du tust mir keinen Gefallen. Oh Gott. Schon ein Mensch. Vielleicht muss ich sie ja auch irgendwie herausfordern. Ich habe keine Ahnung, wie der Kampf hier funktioniert, ehrlich gesagt. Was soll ich herausfordern? Schoss werden schneller. Aua. Nochmal herausfordern. Also ja auch so verdammt robust zu sein. Nein, nicht verschonen. Ah, sind in alle Welt. Das war jetzt schlecht. Ich hätte fliehen sollen. Scheiße. Das war sehr schlecht. Oh, fliehen. Weg da. Weg da, weg da, weg da, weg da, weg da, weg da, weg da. Willkommen, irgendwas. Du bist das erste Mal geflogen. Item, Nice Cream erstmal, danke. Elfe sagte mir, Menschen wären deine Mutter wäre ein Mensch oder so. Ich habe keine Ahnung. Da herausfordern, vielleicht muss ich es ja echt herausfordern, jetzt verstehe ich. Meine Mutter versteht. Ah, ich hasse das. Ich hasse diesen gelben Schein. Pfeile, die verwirren immer so. So, herausfordern, du erzählst anderen ihre. Ich bin ebenfalls entschlossen. Meine Mutter ist entschlossen. Und ich hasse diese Attacke. Heilen, glaub mal, für so. Ist komplett geheilt, entschlossen. So. Herausfordern genau jetzt. Ich muss anscheinend überleben oder wie stehe ich das? Boah, ist so knapp. Oh, verdammt, genau jetzt. Ja, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Das überlebe ich irgendwie. Nochmal herausfordern. Nice Cream, so. Endlich, du kleines Girl. Ja.
Ich gehe einfach nur hin und her. Uah. Nein. Oh. Fliehen. Weg hier. Alter, ist der Kampf schwer. Weg, 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 weg. Ring. Hey, was geht ab? Ich habe nach. Ah, stimmt, ich habe voll vergessen, ihn anzurufen die ganze Zeit. Du, ich und anderen sollten mal zusammen abhängen. Ihr werdet bestimmt gute Freunde werden. Treffen wir uns später bei ihr zu Hause. Klick. Ja. Knapp. Okay, ich muss rein und bin irgendein. Hör auf, wechseln! Nein, Ander. Ich hab keine Items mehr, verdammt! Verdammt. Das könnte jetzt. Ja, stopp endlich, du Glanzke! Ah, jetzt fängt die damit auch. Jetzt fängt die da noch damit an. Okay, das ist nicht ganz so schwer. Oh Gott, oh Gott. Was? Es riecht nach Sushi. Aha. Herausfordern. Du stellst mir den Weg. Aua. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Nochmal herausfordern. Ich werde nicht besiegt werden. Mach dir jetzt nur noch das. Das wäre cool. Ach, jetzt muss ich. Jetzt kann ich immer noch fliegen oder was? Ich werde nochmal vorher heilen am besten. Okay. Fliehen. So. Was machst du da an deinem? Endlich! Haben wir es geschafft! Oh mein Gott! Rüstung. So. Heiß. Und ich darf nicht aufgeben. Oh. Alter. Es ist ein Wasserspinne, ein Becher Wasser nehmen. Ja, nimm einfach! Nimm das Wasser, nimm Wasser! Komm schon! Da, hier. Anderen das Wasser geben. Ja, komm. Boah. Endlich. Wir haben es geschafft, ey. Alter, fahr weiter. Wir haben es geschafft. Das ist das erste Mal übrigens, dass ich die Szene selber sehe. Okay. Wäre das erledigt. Sans ist weg, okay. Willkommen in Hot. Land. Okay. Ich gehe erstmal zurück, weil ich mal nicht voll vergessen, Sensei Papyrus die ganze Zeit anzurufen. Von daher muss ich noch erledigen. Für die Räume, die wir nicht angerufen haben. Ich muss eh noch jetzt erstmal zu Undyne. Ich würde sagen, oh, das sind jetzt Viecher. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal eine Pause, einen Cut und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Undertale. Auf Wiedersehen, Leute. Auf Wiedersehen.